Es wird in unmittelbarer Nähe Menschenhandel getrieben. Das handelt sich um in ferne Länder, gerade in der Urlaubszeit, wenn die Kinder Ferien haben. Es kann auch sein, dass die dann wieder zurückgebracht werden, aber oder ganz dorthin gebracht werden und nicht mehr zurückkommen. Ich weiß, dass es hier in der Nähe geschieht. Es wird mir immer bewusster von Mal zu Mal, von Ferien zu Ferien, und ich sehe es alles vor mir. Und Militär und Polizei wissen auch Bescheid. Es ist immer noch so, das wollte ich nur damit sagen. Es hat sich angeblich gar nichts geändert. Ich beobachte das und ich gehe ja schon jetzt seit. Ihr müsstet wissen, wann ich rausgehe, wann nicht. Ich. Da, wo ich die Mirabellen gesammelt habe. Und also ich gehe auch nur noch mit Schutz raus. Und bin ja auch beschützt. Aber ich wollte nur mal sagen, ich dachte, es hat sich vielleicht was zum Guten verändert, was ja auch wahrscheinlich ist. Sonst wäre es wahrscheinlich noch viel schlimmer, weil es war ja unmittelbar auch hier im Haus gewesen. Das ist es nicht mehr. Und aber es ist noch in der Nachbarschaft. Und ich bin Wahrsagerin und will es einfach nur mal bekannt geben, dass es auch bei euch in unmittelbarer Nähe geschieht. Und dass die Kinder gerade in den Ferienzeiten schlechter behandelt werden. Viele denken, oh ja, Kinder, ihr habt Ferien, wie schön. Für manche Kinder ist das ein Graus, Ferien zu haben. Nicht nur, dass sie dann keine Freunde zum Spielen haben und keine Kommunikation und essen, schlafen, am Schreibtisch sitzen, Fernsehen gucken. Was soll ich machen? Komplett sich selbst überlassen und allein gelassen. Manche müssen nur draußen rumlaufen und sind Tag und Nacht draußen gelassen. Im jugendlichen Alter leben auch in den Ferien komplett auf der Straße. Sind zum Glück, wenn sie in der Gruppe sind, Kinder, wenn ihr das seht, dann schließt euch zu Gruppen zusammen, dass ihr nie alleine seid. Und es ist ja im häuslichen Bereich nicht möglich. Da werden ja sogar Geschwister voneinander getrennt. Durch Zimmer, durch Wände, durch Türen. Durch Absprache, wer wann ins Badezimmer gehen darf, wer wann in die Küche gehen darf und. Man darf sich noch nicht mal in die Augen schauen. Ich wollte euch nur mal sagen, dass ich das immer deutlicher mache, was hier los ist auf der Welt. Und dass die Kinder es in Afrika momentan besser haben als die Kinder hier in Deutschland. Das will ich nur mal sagen.